Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyberport Unboxing. Diesmal haben wir für euch das Lenovo Yoga Slim 6. In der Verpackung enthalten sind das Notebook selbst, ein Netzteil mit Netzkabel sowie die üblichen Papierbeilagen. Das Gehäuse aus Aluminium ist sehr minimalistisch gehalten. Auf dem Displaydeckel sehen wir in einer Ecke das spiegelnde Yoga-Logo, in der gegenüberliegenden das Lenovo-Emblem. Alles andere ist in einem matten Grau gehalten. Durch das verbaute Aluminium ist das Gehäuse sehr robust und lässt sich nur leicht verwinden. Trotzdem bleibt das Yoga Slim 6, wie der Name schon verrät, mit einem Gewicht von 1,4 Kilogramm und einer Tiefe von 1,5 Zentimetern sehr schlank und mobil. Das Notebook lässt sich um bis zu 180 Grad aufklappen. Der zum Vorschein kommende 14 Zoll große OLED WUXGA-Bildschirm löst mit 1920x1200 Pixeln im 16:10 Format auf. Darüber sehen wir die Webcam samt Mikrofon und Infrarotsensor. Die Kamera kann über die typische mechanische Schiebeabdeckung versteckt werden, was für mehr Sicherheit sorgt. Die Basiseinheit enthält das Touchpad, die Tastatur ohne Nummernblock sowie Lautsprecher links und rechts. Auf der rechten Seite sehen wir einen USB-A 3.2-Anschluss, die Audiobuchse sowie den Powerbutton. Demgegenüber wurden ein HDMI 2.1-Port sowie zwei USB-C 4-Anschlüsse inklusive Thunderbolt 4, DisplayPort und Power Delivery verbaut. Einer der beiden USB-C-Anschlüsse wird zum Laden des Notebooks verwendet. Das war's auch schon wieder mit unserem Unboxing. Detaillierte Infos zum Lenovo Yoga Slim 6 findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und in unserem Testbericht am Freitag. Wir freuen uns auf euch!